Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist spät am Abend. Wir sind mal wieder in Troisdorf bei Subi. Es geht weiter am Lambo-Motor, aber wir gucken mal, was der Bude so macht. Er ist bestimmt gerade am Videos schneiden. Guten Morgen. Pünktlich, wie morgen. Guten Morgen. Ich wollte gerade sagen, guten Morgen. Hier ist doch schon lange Feierabend. Hi. Oh, mein Friseur war schon, ne? Hi. Bin nur in den Rasenmäher gefallen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, er hat mich mittlerweile überzeugt. Ich freue mich fast am meisten auf deinen Espresso. Okay. Ich auch jeden Morgen nur deswegen. Zeigst du mal, wie das geht? Ja, machen wir. Lass mal. Ich muss das Ding kurz anschmerzen. Warte. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Espresso-Maschine. Ja, aber ich mache kurz hier einmal Start und dann läuft das schon. Das Witzige ist ja, für jeden, der sonst noch so sehen will, was Andi so macht, ihr müsst ihm einfach bei Instagram mal folgen, weil gefühlt läuft die Maschine 24/7. Muss. Muss, ne? Muss. Also gefühlt ist wirklich 10 Storys pro Tag, wie du da irgendwas am Fräsen bist, ne? Let's go, Kaffee. Wo kommst du her? Aus Almersbach von Westwood Performance. Ah, geil. Und ich habe gesehen in deiner Story einen kompletten Unterbundescan. Ja, ja, das, dazu aber am Sonntag mehr. Genau. Sonntag, Donnerstag, keine Ahnung, aber. Ja. Also ich muss immer wieder sagen, das Wetter ist immer abhängig. Jetzt haben wir so den übelsten Wetterumschwung. Ich habe noch nicht viel an meiner Mühle umgestellt. Gut zuhören. Denn hier Mahlgrad und so, das muss man immer alles genau einstellen. Denn wir schauen jetzt mal. Also ihr habt richtig verstanden, der Espresso ist je nach Wetter. Ist wirklich so. Perfekt oder nur annähernd perfekt? Ja, das ist so ein Temper, der ist federbelastet hier. Und der Federdruck sorgt dafür, dass immer wieder nur die gleiche Kraft am Ende wirkt. Und somit ist der gleichmäßig immer reproduzierbar. Das heißt, wenn du den einfach ohne zu komprimieren da reingetan hättest, würde anders schmecken. Wir können ja gleich mal einen Test machen. So. Richtig Tasse schön vorwärmen. Es gibt nichts Schlimmeres wie so ein Wie so ein Gashebel. Wie so ein lauer Gashebel. Ja, also du könntest auch direkt in der Gastronomie arbeiten, Goy, ne? Ja, auf jeden Fall. Hier die Feder, hier kommt jetzt so Wasser rein, Kolben. Und über diesen Federdruck wird jetzt eben das Wasser durch diese gepresste Kaffeebohne durchgedrückt. Und man sieht. Das heißt, das ist so krass jetzt gerade gepresst, dass das Wasser wirklich Probleme hat, durchzukommen? Ja. Also, und macht so ein Espresso aus? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, der läuft einen Ticken zu langsam. Der muss so laufen, aber direkt. Mhm. So nach 3-4 Sekunden warten muss er so laufen und er hat so ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Wie bist du auf die Idee gekommen, hier so Espresso-Fan zu werden? Ich habe einen Freund, der ist Sizilianer, der hat die Großbäckerei da hinten, wo meine alte Halle war, und der hat mich im Prinzip darauf gebracht. Der sagt, Andi, wenn du willst machen Geschäfte, dann musst du aber gute Espresso, sonst laufe nicht. Ah, okay. Deswegen habe ich, keine Espresso-Maschine. Der riecht auf jeden Fall gut. Ja, der ist sportlich, ja. Der ist gut dabei. Wie viel Espresso darf man da so trinken pro Tag? Ich lebe noch, sagen wir mal, 6-7 Stück am Tag. Hm. Eigentlich nicht zu spät noch, denn das Koffein blockiert zwischen den. Jetzt fangen wir damit an. Das Koffein, also du hast deine Rezeptoren oben im Gehirn und das Koffein blockiert das Müdigkeitshormon Melatonin. Und das wird blockiert und irgendwann ist Koffein weg und dann Melatonin wird gebildet immer weiter und dann kriegst du puff. Bist du umso müder? Ja, Andi. Manchmal. Ich würde auch einen ganzen Tag trinken. Ja. Ja, wenn du immer weiter durchziehst, genau. Naja, bestimmt hunderte tausende Zuschauer gerade dabei sind. Gibt es irgendeine Bohne, die du gerne mal testen würdest? Weil das sind ja spezielle Espresso-Bohnen, ne? Ja, ja, richtig. So, und oder sagst du, das ist schon so ein Maß der Dinge? Es gibt viele gute Bohnen. Das ist so wie über Tuning. Jeder, da kannst du 100 Jahre drüber streiten. Und wir machen das anders. Wenn unter euch jemand ist, der
durch Zufall hier irgendwann mal vorbeikommt und eine Bohne mitbringt, die es halt jetzt gerade nicht hier an jeder Ecke zu kaufen gibt, so ungefähr, ne, dann kann er den gerne mal anhalten. Wir werden wirklich hin und wieder mal Bohnen geschickt zum Test. Das ist schon lustig. Und ich teste die auch gerne. Das Problem ist, das ist wie ein Mapping vom Auto. Dann musst du wieder das hier alles einstellen und so weiter. Ja, wie viel jetzt bei einem Bezug hier rauskommt, das ist auch speziell. Ne? Okay. Ich habe das jetzt auf richtig Maximum über knapp 10 Gramm eingestellt. Ne? Mhm. Guck mal, wenn ich das jetzt, machen wir einfach mal nur einen Test. Wenn ich jetzt so einen Bezug mache und ich würde das jetzt nicht verdichten? Nicht verdichten. Ich habe es noch nie gemacht. Jetzt ist es automatisch verdichtet, weil, siehst du, so ein bisschen. Mhm. Weil es ist hier oben gegengedrückt worden. Ja, ja. So. Also ich glaube, der müsste jetzt relativ schnell laufen. Jetzt haben wir die Tassen auch nicht vorgewärmt. Genau. Nix schnell. Wasser will nicht durch. Keine Ahnung warum. Vorführeffekt. Nee, das wird nicht laufen. Ich sehe das hier an dem Hebel, dass der einfach die ganze Zeit die gleiche Stellung hält. Doch. Ja, das sieht schon nicht so gut aus. In Rimini ist, glaube ich, alle 2 Jahre eine Kaffeemesse. Da will ich unbedingt mal hin. Da hat mein Kollege schon gesagt, müssen wir mal hingehen, der Sizilianer. Das ist bestimmt lustig. Das ist verrückt. Gefühlt läuft der jetzt langsamer, ne? Der läuft langsamer, guck mal, der hat gar keine Creme. Langsamer, obwohl er eigentlich nicht verdichtet ist, ne? Irre. Ja. Der hat gar keine Creme. Guck mal, hier steht die Creme immer noch so. Mhm. Das ist irgendwie so, sieht aus wie so ein schwarzer Kaffee. Und das alles nur, weil es nicht verdichtet ist. Ja. Wie war dieses Video? Randplätze müssen verdichtet werden. Ja, okay. Was machen wir heute? Wollen wir keinen Espresso trinken? Ich habe deinen Blog auf dem Vorwerk. Erstmal müsst ihr euch alle das Video von der Präzisionswelle angucken. Präzisionswelle. Das Wort kannte ich vorher auch nicht, weil ich glaube, du sollst nicht glauben, wie viele Leute mir geschrieben haben. Präzisionswelle. Ja. War das der Fachbegriff dafür? Ich hatte nach Nullwellen geguckt, nach anderen Wellen und war im Prinzip auch eine Welle, die sehr präzise ist. Und mit Präzisionswelle konnten die was anfangen. Auf jeden Fall ist Andi mit Tim zu der Firma, wie war der Name? Klossack und Eulenbach. Gefahren und dort habt ihr diese Welle gefertigt. Genau. Ist dann allerdings mehr ein bisschen ausgeschweift wieder in dem Video, ne? Und eigentlich. Ich kam in diesen Laden rein und denke mir, oh, CC-Maschinen. Und ich so, jetzt müssen wir aber kurz mal reden. Ne? Und dann, du weißt ja selber, wie das ist, wenn da jetzt einer, der die Welle am Fertigen ist, ey, du willst dem nicht die ganze Zeit, ja, und dann nerv ich. Ich war ja da fremd so. Ich war voll überrascht, dass die sagen, ja, komm mal rein. Ja. Ne? Und deswegen habe ich da mal die GoPro reingehangen und habe 2 Aufnahmen gemacht und dann hat er mir mal hier ein bisschen alles gezeigt. Man muss dazu sagen, alle Aufnahmen, die er gemacht hat, sind GoPro gemacht, ne? Ja. Ist aber trotzdem cool, deswegen an dieser Stelle hier nochmal der Link bzw. die Infokarte zum Anklicken und auch nochmal Danke in meinem Namen für die Fertigung dieser Welle. Yes. Sollen wir mal gucken? Sehr gut. So, den wollen wir nicht. Nein, den gucken wir nicht. Ey, das sieht gar nicht. Pass mal auf, ich mache jetzt einen richtig. Ja. Das ist ja noch ein bisschen. Ich trinke wirklich alles an Espresso-Kaffee. Ja, ich kenne. Also, das ist in Deutschland wirklich mit dem Kaffee irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ja. Sieht ja jetzt auch anders aus? Es wird sich. Man guckt sich das an. Man sieht, guck mal hier, der sah jetzt so aus von oben. Mhm. Und wenn die Pucks so daraus kommen, sehen die so aus. Pucks. Werden wirklich Pucks genannt. So, jetzt machen wir mal einen richtig, ja? Den bekomme ich dann. Genau. Ich habe jetzt heute länger keinen mehr gemacht. Zuletzt, glaube ich, so rum. Das heißt, das Ding geht automatisch an, aus mit runterziehen. Mhm. Richtig. Wir machen jetzt so, wie der eben gelaufen ist, das war halt zu langsam. Das heißt, das war mein 10 Gramm Bezug und dann nehmen wir uns jetzt erstmal was weg, weil das war zu viel. So. Das ist. Ja, das ist halt so. Ne? So, wieder tempern. Sieht jetzt so aus. Diese Platte, die da liegt, ist die extra dafür, damit du da so Druck aufbauen kannst. Ja. So. Testchen vorwärmen. Ganz richtig. Deswegen sind die Espresso-Tassen auch immer relativ dick, damit die Temperatur halten. Mhm. Also wer Tassen kaufen will, die kann kaufen. Und die sind jetzt auch hier.
hoffe mal, dass der ein bisschen schneller läuft. Ist das hier eigentlich mal, sind das mal neue Ventilfedern hier? Ja, genau. Das sind ja auch doppelte. Es gibt jetzt, ich habe das jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber der Vorteil ist an so einer, das ist so die Urbauweise einer Espresso-Maschine. Der Vorteil ist, dass der Federdruck anfangs höher ist, dann nachlässt und am Ende noch irgendwie noch mal einen Peak macht. Weil die eben nicht, wie nennt sich das, wenn die nicht gleichmäßig sind, die Federn? Progressiv. Progressiv sind, genau. Und plus hier oben sieht das auch so ein bisschen so aus, als wenn das so ein bisschen exzentrisch ist alles, ne? Ja, so gepebelt. Mhm. So, der, guck mal die Crema, wie extrem die ist. Ja, ja. Aber zu viel Crema ist auch nicht so gut, das macht Bauchschmerzen, weil dann ist die Robusta-Bohne zu viel. Das heißt aber, jeder, der jetzt eine normale, selbst wenn du so eine typische Jura-Kaffeemaschine zu Hause hast, ne, da kommt ja nicht ansatzweise so ein Espresso raus, ne? Nee. Das ist ja dann trotzdem einfach nur normal. Ein bisschen. Nimm dir den. Ja, so, wir genießen jetzt noch kurz einen Espresso und wir sehen uns gleich in der Werkstatt. Also, das ist die sogenannte Präzisionswelle hier. Die sieht massiv aus. Die hat jetzt genau 70,00. Richtig, genau. Auf der ganzen Länge, egal wie, wo, was. Auf der vollständigen Länge und hat irgendwie einen halben Tausendstel Schlag. So, das Coole ist, dass du hiermit jetzt die Blöcke perfekt spannen kannst. Richtig. Und das Gute ist, wenn wir den Block über die Hauptlagergasse spannen, dass es halt wirklich rechtwinklig zum Zylinder ist. Somit hast du keine Schiefbohrung und setzt den Sleeve schief ein. Also das ist eigentlich das Nonplusultra. Rechtwinklig heißt jetzt so gesehen, ja. Aber du kannst ihn ja trotzdem noch falsch kippen. Genau, richtig. Also dafür muss man sich beim Ausrichten des Motorblocks sehr viel Mühe geben. Und zwar, hör ich blöd an. Mit einem großen Hammer oder wie gibst du den? Nee, das ist das Coole an dieser Vorrichtung. Also hier muss man halt auch gucken, ob man nicht irgendwie noch so einen Grat dazwischen hat. Ne? Mhm. Man macht das wirklich mit solchen Präzisionswasserwaagen. Mhm. Und das sind Maschinenwasserwaagen, die sind schon ziemlich genau. Und wenn man das ordentlich macht, dann kriegt man das damit gut ausgerichtet. Ich zeig dir mal hier, das ist das Coole an dieser Vorrichtung. Du kannst hier... Krass, 0,1 mm auf 1 Meter, ne? Ja, ja. Okay, das also, ist natürlich wirklich genau. Also du kannst jetzt hier mal, ich habe hier irgendwie so eine Fühlerlehre, das ist jetzt ein Zehntel Fühlerlehre, ne, und du siehst, das Ding steigt. Also die sind, die Blase da drin steigt extrem schnell bei minimalster Abweichung an. Genau. Du hast das, hier, ist, das ist ja wirklich fast gar nichts. Ne? Du hast hier so eine Krümmung quasi, eine ganz feine Krümmung drin in dem Glas. Mhm. Richtig. Das ist schon gut, das funktioniert. Sieht teuer aus. Es geht, ich glaube 100 Euro. Achso, ja, genau. Das geht wirklich, oder 100 Euro, oder gleich. Also bei Maschinenzubehör, ich muss immer vorsichtig sein, was die Preise angeht. Ja, ich weiß. Ich weiß es auch nicht mehr, ich habe es verdrängt. Okay, aber du musst trotzdem noch den Block per Hand quasi ausrichten. Genau, ausrichten. Und das hier, so ein Exzenter, das ist ziemlich cool gemacht. Da kann ich, wenn ich die jetzt löse, drehe ich, warte, nee, ich drehe es jetzt nicht, weil es ist schon eingestellt, dann drehe ich quasi hier die Welle mit und dann kann ich im Mühbereich die Welle hin und her drehen. Ich zeig's dir. Nee, aber wir können schon vorstellen, wenn das alles okay. Schön eingemessen ist, reicht das. Okay, das heißt nicht, ich hätte jetzt wirklich gedacht, du musst wirklich mit dem Hammer so, ganz vorsichtig, ist tatsächlich so, dass du es schon einstellen kannst. Das funktioniert richtig geil. Cool. Hast du bisher Blöcke immer mit so einer Welle gemacht oder ist das auch? Unsere Subaru-Motoren, die ich ja überwiegend mache, die haben ja die, das ist der Boxermotor und die Hälften zueinander sind plan. Stimmt. Das heißt, ich konnte den auf den Tisch stellen. So, alle, die jetzt gerade Angst bekommen, dass wir einen Block mit Belüftungsloch bauen hier, das ist unser, wie hast du gerade gesagt, unser Opferblock. Opferblock. Genau. Der Opferblock, den hatte ich irgendwann mal besorgt. Da haben wir damals mit Björn noch zusammen uns Gedanken gemacht, wie die Buchsen aussehen müssen und so weiter. So, und deswegen können wir den nämlich heute perfekt nutzen, um einfach mal so zu tun, als wenn es am Ende der echte wäre. Genau. Und einfach mal passend für die Buchsen genau. Bohren. Also ich hatte mir jetzt gedacht, wir tun jetzt mal 500stel Übermaß. Die Buchsen hier, also die Buchse hat exakt 86,0, wir machen die mal in 86,05, die Bohrung. Und setzen den Sleeve mal ein und schauen uns mal an, was ihr euch da so ausgedacht hat und wie das so aussieht. Okay, also wir bereiten jetzt nicht diesen Block dafür vor, dass das am Ende final gebuchst werden könnten, sondern schon mit Absicht, dass die Buchsen einfach genau saugend da reingehen. Dass die mal saugend da reingehen und dann können wir mal sehen, was ihr hier so geplant habt, ob das so cool ist. Wie, aber theoretisch würdest du alles genau gleich mit unserem richtigen Block auch machen. Ja, definitiv. Den richtigen Block, da kriegen die aber ein bisschen Vorspannung.
Das heißt Buchse kalt, Block warm. Da werden wir auf jeden Fall was Untermaß lassen. Aber nicht zu viel, weil bei dem filigranen Alublock würden wir mal schnell hier die Schläge sprengen. Ganz viele, ich weiß, so viele Leute haben mir schon geschrieben, boah, ist die Wandstärke da dünn, das hält doch nie im Leben und so weiter. Ja. Die vergessen natürlich auch, dass hier noch die Buchse reinkommt. Ja, so, ne? Klar. So, und wenn man sich jetzt wieder die Buchse anguckt, ist das am Ende halt dann doch viel. Die Buchsen an sich gefallen dir aber? Ja, die sind ein bisschen dünn, ne? Findest du auch noch dünn? Ja. Ja, aber es geht ja nicht. Weil ja, ich weiß, es geht nicht. Okay. Das liegt ja daran, weil, das ja geklärt. Weil VW sagt sich, oder Audi hat gesagt, wir können nicht mehr Zylinderabstand. Wobei, geht nicht, ist theoretisch falsch. Wir hätten natürlich auch wir hätten Downsizing machen können. Ja, klar. Hubraum verkleinern. Dann wären wir halt, was weiß ich, auf 4,8 Liter gegangen statt 5 Liter und hätten ratzfatz hier 2 mm mehr. Das wäre natürlich gegangen. Wir hätten eine dicke Buchse reingemacht. Das wollte ich gerade fragen. Kann man nicht einfach kleinere Kolben nehmen? Ja, klar. Ja. Man hätte kleinere Kolben machen können mit, aber man darf auch immer nicht vergessen, als wir mit diesem Projekt angefangen haben, hatte man noch nicht vor 2000, 3000, 4000 PS zu machen, wie auch immer, ne? Sondern sollte einfach ein Biturbo-Lambo werden, ne? Der immerhin erstmal hält. Das waren ja noch Zeiten, wo ich in der Limo auch 800 PS gefahren bin oder so. Aber genau so sammelt man ja auch Erfahrungen. Man alles hier massiv bauen und sagen, ja, hält ist cool, aber man kann ja mal gucken, da an die Grenzen zu gehen. Und ja, in dem Fall sage ich, werden definitiv, bevor es hier kaputt geht, bricht einfach der Block leider in der Mitte durch. Ja, hört sich gemein an. Ja, ist leider so. Also je nach Seriennummer vom Block kann man so sagen zwischen 1500 und 1800 PS. Ehrlich? Ja. Gibt es da so viele Menschen, die das testen? Amerika. Amis gab es ein paar. So, und das Problem bei jedem anderen Auto, hier ist es halt so, dadurch, dass der Motor hinten sitzt und so, wenn der auseinanderfliegt, ist das nicht so witzig. Deswegen werden wir es mit dem Motor eh nicht übertreiben. Okay. Ja, ich bin gespannt. Das Gute ist jetzt... Oder wir bauen ihn doch als 8-Zylinder zusammen und machen einfach einen. Einen weg. Opferblock nochmal in Action. Das Gute ist, das Bauwerk ist CNC gesteuert. Du weißt von dem Darm, ja. Ist das eigentlich schlimm, wenn ich hier die ganze Zeit so drauf rum oder ist der so fest eingespannt, dass versuch mal richtig mit richtig Gewalt. Mach mal so hier. Guck mal, wie stabil das ist. Darf ich auch mal? Nein, du darfst nicht. Nein. Loch rausgerissen. Das ist schon stabil. Krass, okay. Das Bauwerk ist ja CNC gesteuert, das heißt, wir messen das jetzt gleich einmal ein, drücken auf Start und dann macht das Ding von alleine. Das heißt nicht, so wie du es vielleicht kennst, bei jedem Zylinder dann hier rüberfahren. Immer alle fünf in einen Schritt. Hintereinander, ja. Aber dann können wir jetzt besser drin gehen. Tastest du den Zylinder nochmal ab, um wirklich zu gucken, wobei bringt ja nichts, weil du weißt ja nicht, ob der Zylinder gerade ist, ne? So. Doch, also du meinst abtasten, ob er schief ist? Genau. Ja, also ich hatte gerade die Überlegung, falls wir ihn jetzt doch gerade verstellt haben, wie auch immer, nochmal einmal abtasten, aber wenn der Zylinder jetzt gerade, du weißt ja nicht, ob er gerade ist, ne? Genau, richtig. Ja. Aber das könnte ich natürlich machen. Mhm. Wir können auch jetzt direkt mal reinspringen. Und das geht komplett ohne Schmierstoff, ohne Kühlmittel und so weiter, einfach durch. Ja, also bei Alu. Auch bei einer Gussbuchse. Gaugussbuchse ist das nicht so schlimm, denn wir greifen ja wirklich hier nur mit einer ganz feinen Schneide von rein. Wenig Drehzahl und noch ein ganz moderater Vorschub. Wenn diese Schneide sich jetzt hier ein Hundertstel verkleinern würde, würde die Maschine das ja nicht selber merken, oder? Nein. Dann das heißt, die Bohrung kleiner. Wäre eine Bohrung kleiner. Ja. Okay, also das ist schon so ein bisschen Erfahrungswerte. Auf jeden Fall. Auch vor allem, wie das hier mit Auftragsschneide ist. Wenn das Ding hier durchfährt, weil immer wieder sich was aufbaut, dann muss ich immer mal einen Blick drauf werfen. Also doch kein Espresso drücken? Nö, bei einem Durchlauf hält das Messer auf jeden Fall. Okay. Und auch zwei. So. Weil an sich sieht die Maschine ja gar nicht so riesig aus, ne? Nee, aber der Fahrweg ist halt gut. Mhm. Also der kann viel Z und XY ist groß für die Verhältnisse, wie groß die Maschine ist. Das ist der das kleine Messarmchen. Das machen wir hier so rein. Und das ist verbunden mit dieser Uhr da oben. Seht ihr das? Und der Messarm fährt gleich in den Zylinder rein und tastet dann, dreht sich im Kreis und merkt den Ausschlag. Der Computer von dem Koordinatentisch hier drin checkt dann, alles klar, ich fahre jetzt so lange XYZ-Achse, bis der Ausschlag da möglichst gering ist. Das macht das Ding. Dann hat er die Koordinaten abgespeichert. So zentriert er sich in dem Zylinder. Genau. Okay. Das heißt, wir haben dann den exakten Mittelpunkt vom Zylinder. Das ist ja einfach. Ja. Dann haben wir die Koordinaten abgespeichert und
Das macht er nacheinander jetzt gleich von allen Zylindern. So. Das heißt, er müsste uns dann theoretisch ausspucken, dass auch der Zylinderabstand hoffentlich eigentlich so ist, wie er sein soll. Genau. Okay. Und muss die Uhr hier oben nicht erstmal auf 0 oder so? Oder? Nee. Ja, beim Kreis her mehr oder weniger egal, weil der tastet ja in jede Richtung. Okay. Das ist ja quasi nur der Ausschlag hier. Ja. Wie lange hast du die Maschine schon? 2 Jahre. Läuft die auch genauso viel wie die CNC? Oder? Ich würde fast behaupten weniger. Das mein Spielzeug macht mehr Spaß. Ich plane halt mit der Maschine auch. Mhm. Und meine Jungs, die ist relativ einfach zu bedienen. Bedienen hier bis zum Plan. Gibt es ja eigentlich schon eine Maschine, die Tim selber bedienen darf? Ja. Weil der ist ja schon viel hier. Tim darf bedienen. Espresso Maschine? Nein, auf keinen Fall. Das kann er gar nicht. Immer wenn er mir ein Espresso Matte versucht, dann ist immer nee. Wirklich, okay. Tim kennt sie ein bisschen noch von mit den Drehbänken aus. Von alte Schule, Onkel Fanny und so. Weiß jetzt mittlerweile, warum Onkel Fanny ist. Ja, nach dem letzten Video. Aber krass, wie viele es dann doch noch kennen würde. Ne? Ja, da sieht man mal, dass mein Publikum halt schon doch ein bisschen älter ist. Vorsichtig gesagt. Was heißt ein bisschen älter? Ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt so zwischen 30 und 40. Okay. So die Mitte so. Da ist auf jeden Fall so der Peak vom Alter. Ich habe bei mir noch nicht geguckt, muss mal gucken. So, ich sag ihm jetzt, Messtaster ist hier im ersten Zylinder. Warte, ich mach mal zurück, dann siehst du es. Hier, siehst du, das sind die 5 Zylinder. Das ist jetzt der erste Zylinder und dann kann ich hier drauf drücken und dann gebe ich ihm noch den Zylinderabstand an, ein paar Höhen, damit er weiß, wo es losgeht und wo er wieder aufhören soll. Wenn ich jetzt hier auf Locate All Centers mache, dann fängt er an, hier im Kreis zu drehen. Man sieht, der Tisch verfährt und da oben das heißt, theoretisch müsste oben immer weniger werden, bis der Ausschlag fast gar nicht mehr da ist. Guck mal jetzt. Genau. So. Das war kein Hundertstel Ausschlag mehr. Ja. Versuch das mal mit der Hand genau. So brauchst du wahrscheinlich nach 10 Minuten. Würde er jetzt einen Fehler schmeißen? Weil er müsste ja theoretisch auf einer Linie sein. Das heißt, eine Koordinate bleibt immer gleich. Nö, er kann ja auch die XY-Achse verändern. Okay. Das heißt, ich kann den auch schief aufspannen und er weiß ja wieder, wo der Mittelpunkt ist. Ah, verstehe. Ne? Mhm. Ist wie Schiffe versenken. Das heißt, wenn er jetzt wirklich schief drauf wäre, würde das Ding auch einfach weitermachen. Ja. Was ein Problem ist manchmal, wenn die Zylinder so oval sind, dass er dann Probleme hat beim Ausrichten. Mhm, glaube ich. Dann dreht das Ding so 2 Minuten, aber es lernt das irgendwie selber. Jetzt gerade bewegt sich die ganze Zeit der Tisch unten, ne? Und das macht halt so lange, bis der Ausschlag. Kommen wir jetzt der nahe zu Null. Jetzt kommt der nächste. Erleichtert eigentlich schon eine Menge Arbeit. Ja. Vor allem jetzt merke ich es halt richtig bei meinem kleinen Subaru Boxer 2-Zylinder. Ist es eine wenig, aber ja. Jetzt über so einen 5-Zylinder. Solange das Ding hin und her fährt, ist mir gerade noch eine Sache eingefallen. Ich habe jetzt schon bei diversen Videos gelesen, gar nicht bei uns auf dem Channel, sondern auf anderen Channel, dass wir wohl ab und an mal Björns Arbeit schlecht gemacht haben. Was aber kompletter Schwachsinn ist, also bis heute, wir haben nicht einmal Björns Arbeit schlecht gemacht. Sie war ja auch nicht schlecht, das hat ja auch alles immer funktioniert. Ich war top begeistert von der Arbeit immer. Deswegen, hört auf, solche Gerüchte in die Welt zu setzen. Es ist halt einfach so, dass jeder Motorenbauer am Ende halt manche Schritte anders macht. Ja, aber bei mir haben die drunter geschrieben, dass sie das total toll finden, weil ich so respektvoll. Genau, fand ich auch, weil es ist ja auch bis heute so, dass wir einfach nur die Arbeit zu Ende bringen und einfach den einen oder anderen Schritt auch einfach durch andere Maschinen jetzt anders machen. Klar. Aber es hat noch nie irgendwie einer behauptet, dass irgendwie irgendwas Mist wäre, was wir bisher gemacht haben, weil das ist einfach kompletter Quatsch. Weil, wie man sieht, bringen wir das Ganze ja auch zu Ende. Deswegen am besten sowas gar nicht kommentieren. Okay, jetzt sind wir hier. Die ganzen Koordinaten von den Zylindern.
Das ist quasi XY-Daten. Und jetzt kann ich, wenn ich Lust habe, hier einfach, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich das Ding auch manuell bewegen und einfach die Koordinate ändern. Hier sind die Koordinaten rum. Wenn ich aber sage, geh wieder auf Zylinder 1, bewegen. Hier ist ein Knopf, der heißt bewegen. Und jetzt bewegt der Kollege sich wieder dahin. Irre. Ja, das ist eigentlich so. So CNC für Einsteiger, würde ich mal sagen. Aber er spart definitiv jede Menge Arbeit und merzt auch Fehler aus, halt, ne? Die passieren können. Definitiv. Gut, man kann auch mal hier statt Minus Plus oder das Vorzeichen verändern, dann fährt der Kollege durch den Block. So, okay, das heißt, das Ding weiß jetzt, wo die 5 Zylinder sind, was er machen muss? Ja. Jetzt wirst du wahrscheinlich nur noch den, stellst du zu oder gibst du ihm einen Enddurchmesser vor? Wie läuft das in dem Fall? Den Durchmesser stelle ich, hier kann ich den Kollegen rausschrauben. Ah, okay, also du machst das, händisch. Das machst, ist noch ganz oldschool. Machst händisch, genau. Machst händisch quasi, stellst du so ein. Okay. Das Messer raus und dann habe ich da eine Vorrichtung, wo ich die Breite eben einstelle. Das ist jetzt auf das Maß eben eingestellt. Jetzt wieder rein, da ruhig darauf achten, dass du auf Anschlag bist. Ja, ja. Das kann sparen zwischen uns und nichts. Genau. Okay, das heißt, der kann das theoretisch somit auch nur in einem Zug durchbohren. Ja. Jetzt kann ich hier eben auf Run Programm drücken. Ich habe noch Programm-Settings, wo ich die Geschwindigkeiten, Vorschübe und so weiter einstelle nach meinem Ermessen. Und dann geht's los. Sollen wir? Ja, Action. Ist ja bei den Blocks zum Glück nicht ganz so dramatisch. Ja. Ist halt nicht so schnell, wie man das bei meiner CNC hier rechts von mir sonst kennt, ne? Mhm. Aber ist präzise. Wie präzise ist das? Kann man da eine Aussage treffen? Wenn du danach von oben bis unten durchmisst? Ja, also wenn die Bohrung oben ist auf ein Hundertstel. Auf ein Hundertstel. Ja. Wenn du jetzt kein Problem mit Auftragsschneide oder irgendwie zu viel Vorschub und das Messer irgendwie keine Lust hat. Ja. Das läuft jetzt, würde ich sagen, für die 5 Zylinder 20 Minuten. Hat der eine Anzeige? Nee. Nö. Ich kann hier die Drehzahl, wenn ich will, ändern und den Vorschub ändern, aber das hört sich ja ganz gut an. Dann gibst du den Rest jetzt zum Zeitraffer. Genau. Also doch, wir noch ein Espresso trinken. Ja. Was hast du vorhin gesagt? 10 bis 15 darf man drüber. Ja, ja. Die Oberfläche, finde ich, sieht irgendwie witzig aus. Also es ist extrem glatt, aber irgendwie... Ja. Oder ist das der Guss, der so gemasert aussieht, sage ich jetzt mal. Das, also wenn ich jetzt einen mehr Vorschub nehme, dann würden das so feine Rillen geben. Das liegt an dem geringen Vorschub. Mhm. Wenn wir uns das aus dem Mikroskop anschauen, wären das so zackige. Wir haben jetzt gerade ja nicht sonderlich viel rausgenommen. Nee. Wie viel könnte die theoretisch in einem Durchgang? Ich denke mal, bei dem Aluminium, da könnten wir wirklich schon 6, 7, 8 Zehntel zustellen, echt? Ganz locker. Boah, und dann immer noch präzise bohren, spindeln. So. Okay, wir überspringen jetzt quasi den Schritt, dass wir jetzt eigentlich den Block warm machen würden, Buchsen kalt und rein. Ja, also da ich ja gesagt habe, dass wir bei dem Motor wirklich ein geringes Untermaß für die Bohrung wählen, reicht es wirklich, wenn wir jetzt nur den Block leicht erwärmen. Ja. Da wir die Buchsen ja auch einkleben, haben wir ja gesagt, wäre kalt machen jetzt so kontraproduktiv, wenn du die in Stickstoff legst, dann hast du das mit dem Kleber nicht so gescheit. Genau, da hatte Björn zum Schluss auch noch veranlasst, dass der Guido, an der Stelle nochmal vielen Dank an Guido, der Name fällt ja öfter, der dreht nämlich immer fleißig, hier diese Rillen unten reingemacht hat, nochmal für den Kleber. Ne? Ja, das ist gut.
Ich habe das auch schon gemacht, dass ich so Rillen reinmache für Ohrringe. Mhm. Nee, nee, aber wir wollten Kleber. So, okay, das heißt, wenn alles gut läuft, müssten die jetzt hier... Ja, das hat drei Vierhundertstel Aufmaß. Das sind 3/400 jetzt, ja. Ne? Krass. Wir machen das jetzt einfach mal, um uns anzuschauen, was ihr hier so vorgestellt habt und geplant habt. So, das ist die seitliche. So, nicht jede passt in jede. Doch, doch. Nee, aber nur hier, siehst du doch. Die sind an zwei Stellen abgeflacht. Ja. Und ein weiterer Punkt ist nämlich auch noch, weswegen wir das Ganze hier einmal machen und uns angucken. Zack, ich ziehe sie trotzdem nochmal raus. Ist, wenn ihr hier unten reinguckt, ist da unten noch ein Loch. Und da sieht man jetzt gerade die Buchse durch. Das heißt, wir müssen die Buchsen hier unten alle noch aussparen. Ne? Mhm. Natürlich logischerweise hoffentlich bevor wir sie einsetzen, weil sonst kommst du da unten schwer dran. Ne? Ich habe gesehen, dass man von hier, wenn man den so rum aufspannen könnte, einmal durchbohren könnte, wenn man ein langes Werkzeug hat. Das, das haben wir aber nicht. Ja, doch, ich habe sowas Ähnliches. Echt? Ja. Schon könnte was. Ich sogar fast machen. Was du alles hast, Alter. Ja. Aber wäre es nicht einfacher, die vorher zu kürzen? Ja, doch. Also einfacher, weil ich muss mal schauen, wie wir den hier oben aufspannen können. Hier ist jetzt relativ wenig glatte Fläche, ein paar, aber schaue ich mir dann mal. Füll mal hier einmal seitlich in das Loch ein. Dann sieht man nicht genau, was ich meine. Muss mal richtig, richtig nah ran, so rein da so. So, wenn ich jetzt nämlich hochziehe, siehst du, das muss an der Buchse ausgespart werden. Oder jetzt hier einmal durch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht eine runde Buchse hier so durchbohren von da. Zack mal. Das wird spaßig, oder? Wenn du dann irgendwann ganz hier hinten bist. Ja, also bei den Subi-Motoren mache ich das. Die sind natürlich nicht so tief. Allerdings habe ich so ein Verlängerungswerkzeug und hier habe ich relativ viel Fahrweg. Muss man mal gucken. Ja, so, wir sehen hier, sehen wir jetzt einen Spalt zwischen. Das ist eigentlich das Kühlwasser. Das wäre jetzt ein Mantel, um die Buchse zu kühlen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir das damals so wollten oder ob die Buchsen am Ende anders gefertigt wurden. Der andere Block ist oben noch komplett zu. Ja. Das heißt, da haben wir noch die freie Wahl. Also, du wirst ja das Auto nutzen, um nicht 24-Stunden-Rennen Volllast zu bestreiten, oder? Außer ich hänge noch länger mit Tim rum, dann vielleicht. Vielleicht irgendwann, ne? Da du mit dem Ding ja eher Sprints machst. 800 Meter. 800 Meter würde ich eher darauf gehen, dass wir unseren Fokus darauf legen, die Buchse so gut wie es geht zu stützen. Hier oberhalb, sieht man jetzt schön, ist die Buchse, hat die ja gar keine Stützung. Und wir haben ja eben schon besprochen, dass die Buchse relativ dünn ist und dass es doch vielleicht in deinem Einsatzzweck besser wäre, ja, das hier oben zu stützen. Ja. Besonders hier oben, wo der Druck, der Verbrennungsdruck höchst ist. Also nochmal, bevor ihr das wieder falsch aufschnappt, wir wollen jetzt nicht das schlecht machen, was Björn sich überlegt hat, weil, bin mir wirklich nicht mehr sicher, es ist 3 bis 5 Jahre her, ich meine, wir hatten ursprünglich geplant, die Buchsen im Kragen größer zu machen. Ja. Und das ging dann irgendwie vom Rohling her nicht, wie auch immer. Deswegen ist ja der andere Block auch erst gar nicht so weit vorgebohrt, sondern da haben wir das weggelassen. So, ne? Hier ist ja auch das so geplant, dass hier ja Kühlwasser durchlaufen soll. Genau. Hier, ne? Ja. Wenn wir das natürlich so bohren, dass das nur noch eine Passung ist, funktioniert das so gut wie nicht mehr. Ne? Oder kommt das Kühlwasser von hier unten? Doch, wenn das von hier unten geht, funktioniert das trotzdem. Ja, ne, also ich bin da ziemlich der Meinung, dass es da von da unten kommt. Es ja, soll hier noch mal, nur noch mal einmal durch die Wand durch. Ja. Nee, dann auf jeden Fall machen wir es so, dass wir diesen Ring nicht stehen lassen und machen das zu, um die Buchse zu stärken. Okay, das heißt, der Kragen von der Buchse stützt sich richtig schön ab. Ja. Das wird auch halt mit einer Untermaßpassung. Man hat halt nur den Nachteil, dass dann nicht umlaufend Wasser drum ist, sondern halt wirklich nur an den einzelnen Kanälen. Genau. Guck mal, ich möchte ungern unterbrechen, wollt ihr noch viel sagen, weil dann würde ich jetzt den Akku wechseln müssen gleich, Nein. Weil die Kamera gleich ausgeht. Ich kann noch ganz kurz zeigen, wie ich das da an dem Motor gelöst habe mit den Buchsenstützen. Zusammenfassend, ich finde, es sieht aber cool aus. Gefällt mir. Hast du, glaube ich, noch nie so gesehen, oder? Nee, nicht so. Eine Aufgabe wird auf jeden Fall noch, die Ringe da reinzukriegen. Ja. Weil, wie ihr seht, ist hier extrem wenig Platz. Aber das wird wahrscheinlich auf deiner CNC. Muss ich gucken, aber wenn nicht, habe ich noch andere Zugriffsmöglichkeiten für CNC. Weil meine CNC kriege ich das Ding fast so nicht rein. Ja, ja.
Aber ich denke, es geht in die richtige Richtung und wir können uns jetzt dann endgültig an den richtigen Block trauen. Ja, das haben wir jetzt einfach nur mal nur zum Test gemacht. Ja, ne? Okay, ja, wir gehen noch einmal Uhr. Genau. Da steht übrigens dein Fetz hier. Hier könnt ihr nochmal sehen. Den hatten wir nämlich auch bereits vorgebohrt, aber nicht oben die Vertiefung reingemacht, wo die Buchse sich drauf. Der hat noch 1/5 Untermaß. So, deswegen, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir eigentlich die Buchsen anders geplant hatten und das auch zumachen wollten. Hier, das ist auch ein gebüxter Motor von mir. Und da habe ich dann noch zusätzlich, damit die Buchse eben mehr Steifigkeit bekommt, hier oben diese Einsätze eingesetzt. Mhm. Seht ihr leicht an den an der Farbunterschied, an dem Glanzunterschied hier. Genau. Das heißt Einsatz plus Kühlring und so, das ist schon, finde ich gut. Mhm. Okay, würde aber bei dem Block bedeuten, wir müssten erst drumherum wieder eine Freifräsung machen, dann das passende Teil für einsetzen. Und aber wir haben da ja genug Material stehen, warum sollen wir das wegfräsen? Ja. Okay, ich würde sagen, so viel dazu. Ihr habt jede Menge gelernt über Espresso heute. Und stimmt, das ist ja auch noch ein bisschen Motortechnik, aber ich denke, es war trotzdem wieder cool und unterhaltsam. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal, wo wir uns entweder mit der Lagergasse oder mit dem finalen Buchsen beschäftigen. Tschüss. Ciao.